Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen heute zu einem besonderen Film in der Aquarellwerkstatt. Für diesen schönen Weihnachtsfilm habe ich unseren Special Guest Bela wieder mit vor die Kamera geholt. Denn ihr wisst ja, er macht immer die Filme, er schneidet jeden Film für uns und macht das immer sehr schön. Und diesmal malt er wieder mit. Ich freue mich sehr und jetzt geht's los. Also Bela, wie du siehst, bin ich ja relativ gut vorbereitet hier. Wir sehen hier meinen Platz, da drüben ist Belas Platz. Ich weiß noch nicht, was Bela heute malt. Vielleicht weiß er es selber noch nicht. Ja, ich halte mich da ganz klassisch. Ich mache einen Tannenbaum, einen Weihnachtsbaum. Gut. Ich hoffe, das ist überhaupt möglich in diesem kleinen Motiv. Ist ja wirklich sehr klein. Genau, es ist sehr klein. Unsere Weihnachtskarten sind sehr klein. Diese Karten könnt ihr ja wie immer als Rohmaterial bei uns bestellen. Wir haben noch ein paar vom vergangenen Jahr. Ich zeige euch mal, wie die in der Büttenkarte aussehen. Müsste ich das einmal haben, bitte? Dies hier sind die Büttenkarten, die mit einem Passepartout versehen sind. Und es geht jetzt eben darum, dass wir hier in diesem Bildausschnitt unser kleines Weihnachtsmotiv hineinkleben wollen. Wir haben ja in den vergangenen Jahren schon Weihnachtskartenfilme gehabt. Da haben wir zum Beispiel hier sowas Schönes gemacht. Letztes Jahr erinnere ich mich, das hat Spaß gemacht mit dem Blattgold. Und im Jahr davor gab es eine einfache Weihnachtskugel. Und diesmal habe ich Folgendes mir gedacht, könnte ich jetzt malen hier. Bela hat ja schon gesagt, er wird die schlichte Variante mit dem Tannenbaum malen. Und ich hätte vorbereitet diese drei Motive. Bela, jetzt sag mir doch mal, welches soll ich denn jetzt machen? Weil wenn du nur einen Tannenbaum malst, dann kann ich ja auch nur ein Motiv schaffen. Ja. Welches gefällt dir am besten? Du darfst jetzt auswählen. Ich mag den Schlitten. Mhm. Der ist auch so ein bisschen Feinkram. Ja, der ist richtig Feinkram. Vielleicht passt er dann auch gut zu deinem Weihnachtsbaum. Vielleicht tut er das. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Also das Erste, was wir machen müssen, ist zunächst mal uns das Maß für die Karten abkleben. Und das sage ich dir gleich, wie wir das machen. Ich klebe einmal hier. Erstmal an zwei Ecken. Muss das gerade sein? Möglichst. Aha. Warum muss das dann gerade sein? Naja, dann wird der Ausschnitt nachher nicht schief. Ach so, was ist da jetzt? Genau. Ja. Noch einen nach unten. Gut, und jetzt habe ich hier 5,5 cm abgemessen. Bitteschön. Wo denn? Hier einmal, pass auf, ich klebe jetzt, dann siehst du es gleich. Denn dann passt es besonders gut in unsere Passepartouts rein. Mach ruhig zwei Messpunkte, dann kannst du es gerade rüberkleben. So. Okay, prima. Und dann messen wir noch 10,5 ab. Also für meinen Schlitten hier habe ich mir so ein Foto ausgedruckt. Ja, es ist eben je nachdem, wie man sich vorbereitet, ne? Genau. Dafür habe ich hier schon mal ein bisschen schief geklebt. So. Okay, also los geht's. Gut. Haben wir 3D-Gummi? So, unsere Skizzen sind fertig. Oh, Bela, bei dir gibt es aber ein bisschen weniger Geschenke als bei mir. Ach. Sind ja nur 3 Stück. 1, 2, 3. Also ich habe dafür beim Schlitten ein bisschen mehr draufgepackt. Dann gucken wir mal, wer was bekommt. Der Schlitten fährt dann noch zum Baum hin. Richtig. Ah, das ist unsere Story. Guck mal, der Schlitten kommt jetzt zum Baum und dann, das finde ich sehr gut. Okay, dann starten wir jetzt mal. Und wir haben jetzt beide den gleichen Kasten, damit das auch irgendwie nicht, damit du nicht sagen kannst, naja, du hattest ja auch die Profifarben. Also wir arbeiten beide jetzt hier mit der Pocketbox von Winsor & Newton. Das ist ja mein sehr bevorzugtes Plein Air Kästchen. Und ja, dann geht's jetzt einfach mal los, ne? Machen wir das Bild irgendwie nass oder so, das Blatt? Ja, also du kannst es nass machen. Ja. Und vielleicht erst mal einen Hintergrund malen, wenn du möchtest. Ja, möchte ich das?
Oder du machst gar keinen Hintergrund, dann bleibt es schön weiß. Ist ja für eine Karte auch immer schön. Ich Dann mache würdest gar keinen Hintergrund. gut, dann würde ich es nicht nass machen. Dann würde ich jetzt anfangen, den Baum mit einer Farbe deiner Wahl zu malen. Vielleicht sogar mit mehreren Farben, die sich dann munter auf dem Papier mischen können. Ne? Und mit zügigen und flüssigen Pinselstrichen arbeiten, weil letztendlich sieht man immer nicht nur, was du malst, sondern vor allen Dingen, wie du es malst. Das sieht man im Bild. Okay. Und wie viel Wasser? So schon gut ein bisschen Wasser oder nicht Ja, ich empfindlich? würde immer viel Wasser nehmen. Das weißt du, dass ich immer so arbeite mit viel Wasser. Ich werde aber tatsächlich erst einen Hintergrund malen. Und Mache das ein ich bisschen Pinsel. ausspannen. Aber das können wir ja unterschiedlich machen. Das finde ich Warum habe sehr ich hier gut. so viele Pinsel? Ich würde, glaube ich, erstmal für den Baum jetzt hier, würde ich den Rotmarderpinsel nehmen. Guck mal hier, der. Ja. Ja, ich habe auch einen Rotmarder gerade am Start hier. Wenn du den nass machst, wird die Spitze auch noch ein bisschen schöner. Okay. Und dann fangen wir erstmal an. Genau. Ich fange jetzt hier an mit so einem bläulichen Ton, der aber etwas abgemildert wird mit Neutraltinte. Mixe das dann so auf Ja, dem guck mal Dings, hier, ich oder? mache mir hier so eine kleine Pfütze rein. Sieht man das auch, was du dir da mischst? Belas Mischen sieht man nicht. Dann rutsche ich noch ein bisschen. Okay, also mein Schlitten fährt hier durch die dunkle Nacht und kommt dann hoffentlich noch bei deinem etwas ärmlichen Weihnachtsgeschenkesituation an. Okay, los geht's, Bela, oder? Willst du das wirklich so lindgrün machen? Entschuldigung, ich will ja nicht so reinfummeln, aber. Ja, das ist Lindgrün ist ja nur die Unterlage und dann wird darüber noch die andere Farbigkeit drüber Ah, gesetzt. erster Das ist ja Farbauftrag? Alles genau. klar. Er hat schon was gelernt. So, ich muss jetzt hier gucken, dass ich tatsächlich meine Dinge, die ich nachher hier reinmalen will, ausspare. Das ist ganz schön knifflig. Aber was soll's. So ein paar weiße Stellen können bei mir hier frei bleiben. Das sind dann schon mal Schneeflocken. Und jetzt arbeite ich mich hier bis zur Schneekante vor. Und du weißt ja, Lockerheit geht immer vor Genauigkeit. Ich bin sehr locker. Gut. Die Pinsel sind toll, ne? Man kann wirklich, ich habe jetzt mit einer einzigen Pinselladung diesen gesamten Hintergrund gemalt. Jetzt kann ich da direkt mit dem Dunkleren schon reingehen. Würde ich machen, weil dann kriegst du schöne Verläufe. Wenn du jetzt da Ja. reingehst mit einer dunklen Farbe, muss die cremiger sein dort, weil sonst ist das nicht so Ah ja, schön. okay. Das heißt, du machst den Pinsel erstmal trocken Ja. am Tuch Und und dann. mischst dir etwas cremigeres an. Und zwar würde ich ruhig das Chromoxidfeurig nehmen, das Giftgrün, was du eben hattest. Das da? Ja. Und vielleicht hier nehmen, sodass du nicht mehr in diese ganz wässrige Pfütze reingehst. Genau. Bisschen mehr nehmen, jetzt richtig ordentlich, wie so eine honigartige Konsistenz. Gut. Und dann gehst du in das alte Grün mit rein und dann nimmst du noch ein bisschen vom Blau dazu. Von so an? Ja, schönes dunkles Blau. Das hier. Ja. Guck mal, dann hast du doch ein schönes Tannengrün, oder? Ja. So, ich spritze derweil hier schon mal ein paar Schneeflocken rein. Das mache ich hier einfach mit klarem Wasser. Und hoffe, dass das schöne, lebendige Struktur gibt für meinen Hintergrund. Oh ja, das sieht schön aus. Und was machst du mit den weißen Stellen da drin? Die kommen ja noch. Ich Die mache kommen nur noch. Ah, so oh, schnell. okay. Alles Work in Progress. Na gut, dann mache ich jetzt auch mal hier weiter mit meinem. So, ich male jetzt meine Geschenke hier. Bist du auch schon bei deinen Geschenken? Sag mal, ich bin noch nicht so schnell. Ich will erst mal hier Okay, er lässt sich Zeit. schauen, wie ich überhaupt meinen Baum ausschauen haben will. Die Geschenke bekommen bei mir nachher eine Licht- und eine Schattenseite, damit das Ganze noch ein bisschen plastischer aussieht. Machst du auch Licht und Schatten? Nee.
Das machen wir dann mit dem zweiten Farbauftrag. Also ich würde den ersten Farbauftrag jetzt in den Geschenken halte ich relativ wässrig, mit viel Wasser drin, genau. Und dann kannst du nämlich im zweiten Farbauftrag, wenn du jetzt zwei Seiten siehst von deinen Kartons oder eine Oberkante, also eine Draufsicht noch hast, dann könntest du da eine Wand, wo das Licht nicht so hinkommt, nachher im zweiten Farbauftrag mit einer Schattenfarbe noch überziehen. Und dann hast du natürlich die Räumlichkeit viel besser dargestellt. Genau, also wir bereiten das jetzt nur, kommst du zurecht mit dem Pinsel? Ja. Wir bereiten das ja jetzt nur vor mit dem ersten Farbauftrag. Also wir malen jetzt die hellen Flächen und setzen das Helle auch in die Flächen, die nachher dunkler noch gemalt werden, schon mal mit rein, sodass es nachher dann schön harmonisch aussieht. Und was ich jetzt hier mache bei meinen Geschenken, ist, dass das gelbe Geschenkpapier in das rote mit reinfließen kann. Und dadurch habe ich jetzt hier so eine relativ harmonische Farbsituation. Auch die Farben meiner Kartons bewegen sich so, also die Farben sind im Farbkreis relativ dicht zusammen, nämlich alle so im roten, gelben Bereich. Und hier kommt ganz oben als Hingucker dann das Grün, also das Kobalt-Türkis Light mit rein, dass ich dann hier so ein kleines, was Leckeres da oben noch liegen habe. Man weiß ja nicht, was drin ist, aber es ist bestimmt was Interessantes. Also normalerweise sieht es bei uns unterm Tannenbaum ja wirklich ein bisschen üppiger aus, als Bela das jetzt hier malt. Denn bei unserer großen Familie kommt immer so einiges an Geschenken zusammen. Ich kann da noch ein paar mehr reinmachen. Nö, ist doch schön so. Ja. Ich wollte es ja nur mal erzählen, dass wir immer schönes Weihnachtsfest haben. Meistens ja sogar jetzt neuerdings schon mit den Enkelkindern, die dann auch hier mit feiern und gemütlich dann mit uns unter dem Baum sitzen oder am Baum sitzen. Na, guck mal, jetzt haben wir es doch schon bald geschafft, oder? Schön, mit goldenem Stern obendrauf, toll. Da hat es angefangen. Mhm. So, ich habe hier noch so drei Schneebälle hingelegt in mein Schneegestöber. Die werde ich jetzt auch mit Licht und Schatten versehen. Und dann bin ich mit meinem ersten Farbauftrag fertig und dann könnten wir einmal föhnen, wenn du auch so weit bist. Föhnen? Föhnen könnten wir, wenn du da noch was Dunkles drüberlegen willst. Drüberlegen? Doch, kannst du auch schon. Musst du gucken, ob es schon trocken ist hier. Gut, also ich male jetzt hier die Schattenseiten von meinen Geschenken. Und da lege ich erstmal fest, dass das Licht jetzt hier von links außen kommt und male jetzt diese Seiten hier alle ein bisschen dunkler. Möchtest du das auch machen? Mit den Geschenken? Mit der Schattenseite, hm? Das, ja. Dann könnten wir kurz mal besprechen, was man da als Schattenfarbe anmischen könnte. Also ich mische mir immer so ein Violett aus Rot und Blau. Und da hinein mache ich noch ein bisschen Sienna gebrannt, also braun. Und dann wird es eigentlich eine ganz schöne Farbe. Ah. Was ist passiert? Das ah, du willst ja, jetzt. Ja, will ich, aber er will nicht. Du willst jetzt deckend darüber gehen? Sonst willst du das eventuell mit Titan weiß machen? Also, es muss halt deckender sein, dass man das. Ja, dann würde ich, glaube ich, ein bisschen weiß mit reinmischen. Ich gebe dir mal das Deckweiß aus der Tube. In dem Fall nutzt das vom Kasten nichts. Oh ja, guck mal, das ist jetzt gut, ne? Nein, wird besser. Das sieht aber schon schön aus. Mit Lichterkette. Mhm. Mhm. Und vielleicht machst du dann auch noch einen kleinen Schatten unter deine Geschenke? Das wäre doch schön, oder? Ja. Dann musst du auch dich entscheiden, ob vielleicht von irgendeiner Seite das Licht kommt und dann kannst du das ja noch malen. Was ist genommen? Blau-Rot? Ja, ich habe also ein dunkles Blau genommen, Ultramarin meistens. Dann nehme ich das kühle Rot. Du hast ja ein warmes Rot im Kasten, so in Richtung Orange, und ein kühles Rot in Richtung Blau. Und dieses Kühle nimmst du, das heißt Alizarin-Karmesin, und dann mischst du es mit dem Blau zusammen und bekommst erstmal so ein relativ transparentes und leuchtendes Violett, oder? Ich hätte das warme Rot genommen. Ja, dann wird es so bräunlich. Das kann man natürlich, kann man schon auch machen. Hier unten oder rechts?
Da rechts, genau. Nee, das ist, nee, das ist Umra. Also schon das da unten, Entschuldigung. Ja, ich meinte das da unten. Ich, bei dir ist das ein bisschen anders als bei mir angeordnet im Kasten, weil ich meinen Kasten mal umgebaut habe. Das lege ich jetzt einfach hier drauf. Ja, also du kannst es einerseits natürlich auf die Seite legen, die im Schatten liegt, und gleichzeitig unten drunter und zur Seite, wo der Schatten ist, noch einen kleinen, guck mal, wie hier unter meinen Schneebällen, noch so einen kleinen Schlagschatten kreieren. Wenn ich die Seite hier haben will. So, mein Schlitten ist jetzt hier schön etwas nachgearbeitet. Und dann mit. Tue ich. Ja, und dann direkt drunter. Genau, und dann da ein bisschen rausziehen. So wie so ein Karton das werfen würde. Naja, von der Seite hier müsste der Schatten, genau, der müsste mit der Seite natürlich in Verbindung stehen, ne? Mit der Seitenkante, so ungefähr. Das gut. Und in dem Fall, jetzt bei diesem kleinen Geschenk, würde ich tatsächlich entweder hier oben ein bisschen Farbe rausnehmen, dass das heller wird, oder hier bei dieser Seite hier auch noch eine kleine Variation einbauen. Also ich würde mir nochmal die Schattenfarbe mischen, aber mit viel mehr Wasser. Und dann das, sodass du drei Tonwerte hast. Ja. Oben hell, da mittel und da dunkel. Verstehst du? Verstehe. Gut. Schatten bei einem blauen Ding, mache ich das mit demselben? Also bei dem blauen Geschenk kannst du natürlich die komplementäre Farbe anrühren. Das heißt, du würdest erstmal das Blau nochmal nehmen und da hinein ein bisschen Orange geben, beziehungsweise in dem Fall das Cadmiumrot, das, was du da schon liegen hattest, genau, von vorhin. Das untere noch ein bisschen mit durchscheinen kann. Es trocknet ja immer heller auf. Du hast ja wirklich sehr kleine Geschenke da gemacht. Das ist ja eine Fummelei. Stimmt wohl. So, ich muss hier noch ein bisschen Schatten unter meinen Schlitten legen. Und dann bin ich, glaube ich, bald fertig. Ja, guck mal, das hast du schon super raus. Mittlerer Tonwert, dunkler Tonwert, heller Tonwert. Super. Das Gelbe kannst du mit einer ganz leichten violetten Lasur überziehen. Genau, und da hinein noch ein bisschen Blau und dann hast du einen schönen Schatten dafür. Das kann ich da irgendwo einen Boden hinmachen oder sowas? Ja, das so ein... Auch da drauf, wenn das irgendwas ist? Das würde ich machen. Wie? Welche Farbe? Irgendwie sowas Schattiges dann wieder? Wie wäre es jetzt, wenn du dir hier so ein kühles Blau anmischst? Mhm. Entscheide einfach selbst. Genau, da in dem Fall würde ich jetzt nichts weiß lassen hier unter dem Tannenbaum, weil da mit Sicherheit kein Licht, genau, sondern ich würde über den Stamm sogar ein bisschen mit rüber gehen, so, ne, weil da eben kein Licht hinkommen wird an diese Stelle. Und wenn du willst, kannst du ja sogar den ganzen Stamm nochmal mit der Farbe anmalen, einfach um die Verschmelzung dieser Elemente ein bisschen mehr zu erreichen, genau. So, wo war denn mein Deckweiß, Titanweiß? Würdest du mir das einmal rüberreichen? Ja. Und natürlich noch auf den Schneebellen. Ah, jetzt macht er noch rote Tannenbaumkugeln rein. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, sieht ja ein bisschen arm aus. Dieses Blau hier, guck mal, das liegt halt jetzt hier relativ unmotiviert farblich in der Karte drin. Ne? Ja. Also man könnte jetzt etwas von dem Grün vom Baum zum Beispiel hier in die Ecke noch mit reingeben. So eine ganz leichte Lasur. Oder ein bisschen vom Grün vom Baum mit in die Schatten rein. Sodass du vielleicht noch etwas mehr Harmonie da reinbekommst in diesem Bereich. Ja. Ne? Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Und jetzt fängst du mal an, da so ein bisschen mit reinzugehen. Genau, wir wissen nicht genau, jetzt ins Wasser, genau. Du kennst das ja schon, ne? Du schneidest ja immer die Filme, du weißt ja, wie ich es mache. Mit mehr Wasser, genau.
ein bisschen trocken machen, den Pinsel, und dann nochmal den Verbindungsstrich ziehen. Ruhig ordentlich drüber. Guck mal, und schon hast du so eine kleinen, so einen kleinen Twist dahin. Nee. Rot auf Gelb? Geht das? Klar. Das einfach nicht. Und jetzt so mit so schrubbeligen Bewegungen ein bisschen Hintergrund machen. Ja, und ein bisschen mehr Wasser mit rein, weil sonst wird es zu blau. Und das könnte jetzt ja ruhig etwas variieren, so, ne? In der Farbigkeit oder wie auch immer. Und ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen heller, also ruhig Wasser noch mal mit rein in Nähe vom Baum. Ja, finde ich gut. Na, jetzt hat, passt es farblich, hat es mehr Zusammenhalt jetzt einfach. Ja. Ne? Noch eine kleine Deckweißorgie? Ich weiß nicht, was das groß helfen soll. Na, ist jetzt die Frage, ob man vielleicht hier noch mal einen kleinen, überall da, wo vielleicht noch eine kleine Betonung hin soll. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt mal die Tesa-Crepe-Streifen ab. Das heißt, wir können einmal kurz über Belas Bild nochmal rüberföhnen, weil das noch so nass ist. Mal ziehen wir diese, die Tesa-Crepes ab, und das geht ja hier relativ gut, weil wir auf einem Büttenpapier arbeiten. Da können wir einfach vorsichtig schräg diagonal vom Bild wegreißen. Und dann schneiden wir uns die Formate mal zu und gucken mal, wie das aussieht in unserer Weihnachtskarte. So, jetzt schneiden wir die einmal, ab hier, und zwar mit so einem, sagen wir mal, einem Zentimeter Rand hier. Ja? Normalerweise würde ich diese Karten natürlich vorher ein bisschen pressen, weil die jetzt doch etwas gewellt sind durchs Malen. Wir haben darüber ja einen gesonderten Film gemacht. Ich glaube, vor 2 Jahren haben wir das genau gezeigt, wie ich das mache, damit sie schön glatt werden. So, das haben wir geschafft. Mal, sieht doch irgendwie gut aus, oder? Findet sie schön, beide. Top. Bela ist auch begeistert. Ich mir nicht vorstellen können. So gut hätte er sich das nicht vorstellen können. Aha. Genau, wir legen das jetzt einfach mal rein und machen das mal zu. So ungefähr würde es dann aussehen. Wir haben so einen kleinen weißen Rand drumherum. Vielleicht da, hier in dem Dings. Also ich fand es jedenfalls toll, dass du heute hier mit mir gemalt hast. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich mal nicht so alleine vor der Kamera. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt Lust, das jetzt auch einmal auszuprobieren. Schaut auch ruhig mal in die Filme der vergangenen Jahre. Da gibt es noch mehr Motive zu entdecken, falls ihr sie nicht schon im letzten Jahr gemalt habt. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit. Macht es euch gemütlich. Und packt ab und zu mal die Malkästen aus. Tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Oh Gott.